Heute bin ich auf einem Gelände, was stark verseucht ist und bis 1993 geheim war. Aber erst nach dem Intro. So, hallo liebe Freunde des Mysterienkanals. Auf in ein neues Abenteuer. Willkommen im Jahr 2024 und ich bin wieder unterwegs bei herrlichem Wetter in leichtem Nieselregen, Winter in Deutschland, auf einem ehemaligen Munitionsgelände. Die Cracks unter euch werden wissen, wo ich jetzt hier gerade bin, deswegen werde ich die Location auch nicht verraten. Wir werden uns aber hier heute alles anschauen und alles dokumentieren natürlich, wie sonst auch, und gucken, welche Geheimnisse wir diesem Ort noch entlocken können. Und ich stehe hier schon auch aufgrund des schlechten Wetters vor einem Gebäude der Roten Armee, die das Gelände auch teilweise benutzt hat. Und hier war auch ein Chemiewerk, in dem Waffen produziert wurden, unter anderem auch die Splitterminen für den deutschen Grenzstreifen und die Selbstschussanlagen. Aber dazu vielleicht gleich noch ein bisschen mehr. Jetzt gehen wir erstmal ins Gebäude rein. Und heute bin ich nicht alleine unterwegs. Ich habe jemanden mit dabei und den zeige ich euch jetzt gleich mal. So, Licht an, los geht's mit dem Erforschen. Das dürfte eines der administrativen Gebäude sein. Ja, am Anfang. Ah, oh, die Decke sieht gut aus. Gepolstertes Zimmer. Schönen guten Tag. Oh. Okay. Wackelig. Muss mal aufpassen. So, das ist übrigens Sandy. Sandy ist heute meine Begleitung. Wir werden uns diesen Ort heute zusammen anschauen. Das ist auch immer mal ganz schön, eine Begleitung dabei zu haben. An solchen Orten, wo man sonst immer alleine ist und in Löcher fallen kann, ist es ganz gut, wenn einer dabei ist, den man retten kann. Von dem man gerettet werden kann. Guten Tag. Warte mal, hier ist ein bisschen, der Boden fühlt sich hier komisch an. Aber hier ist ein Kachelofen, guck mal. Also das wird hier Administration gewesen sein. Wir können gleich mal auf die Karte gucken. Denn, wie ich es eben schon gesagt habe, von diesem Gelände habe ich tatsächlich mal eine Karte. Das ist nicht wie bei den Projekt Riese-Anlagen. Und wir werden eins machen. Da hier Munition hergestellt wurde, werde ich versuchen, hier ein Parallelen zu ziehen zum Projekt Riese. Wir haben ja in Ludwikowice die Munitionsanlage gesehen. Und ich will mal schauen, wie hier Munition produziert wurde und ob es Parallelen gibt zu Ludwikowice. Aber dazu gleich mehr. Jetzt gehen wir erstmal weiter. Wir werfen mal draußen einen Blick auf die Karte, was das hier für ein Gebäude ist. Hier hat jemand die Türklinke falsch schon dran geschraubt. Da waren Profis am Werk. Liebe Freunde, russische Toilette. Die haben wir ja nun schon öfters gesehen. Ich demonstriere jetzt mal, Sandy kennt das nämlich nicht, wie man eine russische Toilette benutzt. Und zwar so. Ach du Scheiße. Also, okay. Ja, russische Toilette. So, wir haben das nächste Gebäude gefunden auf unserer Reise. Dieser ganze Ort hatte eine sehr gute vernetzte Bahnanbindung und wir stehen hier in einem Lokschuppen. Man sieht auch da oben noch an der Decke ein bisschen von den Dieselloks, die hier wahrscheinlich lang gefahren sind, und vorher möglicherweise Dampf, die den Schmutz hier an der Decke gemacht haben. Da vorne ist Sandy, die bindet ihre Schuhe zu. Und hier haben wir die Arbeitsgrube und hier sind die Schienen. Selbst die hat versucht, jemand zu klauen, weil hier hat man einfach den Beton aufgebrochen und hat die Schienen einfach rausgerissen. So, in die Arbeitsgrube gehen wir nicht, weil da unten sind eine sehr interessante Schimmelkultur. Die wollen wir auf keinen Fall beim Wachsen stören. Wir gehen weiter. Man sieht hier geradeaus auch von da ist die Schiene gekommen und die hat sich genau hier aufgegabelt. Die ging nämlich auch nochmal von hier, direkt hier drüben am Gebäude vorbei. So, das Wetter ist auf unserer Seite. Wir gehen weiter. Hier sind überall Gebäude im Wald. Das ist echt krass. Das ist wieder mal ein riesiges Gelände. So, hier haben wir mal die Karte vom Gelände.
Und wir waren jetzt, upala, wir waren jetzt gerade hier an dem Lokschuppen. Der ist genau hier oben. Ich blende das nochmal im Video ein. Und wir gehen jetzt hier so runter. Wir sind jetzt am Gebäude Nummer 4. Das ist dieses hier. Und das ist gekennzeichnet als Kesselhaus. Okay, schauen wir es uns mal an. Uns ist gerade hier ein Tier über den Weg gelaufen. Wir vermuten, es war ein Reh. Oder wir hoffen es. Sandy, war es ein Reh? Aber guck mal hier, das sieht nicht aus wie ein Kesselhaus, oder? Das sieht mehr aus wie eine Garage. Und hier ist das Ganze nochmal eingezäunt gewesen. Mit Stacheldraht. Und da hinten sind auf jeden Fall mehr Gebäude. Aber hier soll es auch noch deutlich größere Gebäude geben. Ja, und überall wieder Wildschweinspuren. Halt. Alte Wildschweinspuren. Ich bin heute ein bisschen ruhiger als bei unserem Bunkerabenteuer neulich. Weil ich Sandy dabei habe und die kennt sich gut aus mit Wildschweinen, nicht wahr? Okay. So Leute, das ist ganz interessant hier. Wir sind jetzt gerade an diesem Stacheldraht da drüben vorbeigelaufen. Und das scheint so eine Art innerer Sicherheitskreis hier zu sein. Hier sind zwei Kontrollhäuschen, eins hier und eins da drüben. Und der Zaun ging hier einmal so rum. Wir vermuten, dass das hier so eine Art Garage ist. Allerdings liegen hier jede Menge so Gasflaschen und so ein Zeugs rum. Was ist denn das? Das sind Feuerlöscher. Druckkartuschen für Feuerlöscher von 81. Und hier drüben liegen noch ein paar Gasflaschen. So. Was ist das hier? Sauerstoff. Das ist neuer. Das hat einfach irgendjemand hier hingeschmissen. So, und ich habe jetzt hier ein paar Pilze im Wald gefunden. Und wir haben ein neues Spielzeug dabei. Das ist Herr Müller, unser Geigerzähler. So, und wir messen jetzt mal die Pilze hier im Wald und gucken uns mal an, ob Pilze vielleicht hier irgendwie strahlen, weil diesen Geigerzähler werden wir noch brauchen im Verlauf des Jahres, wenn wir zur Uranmaschine fahren. Nicht wahr, Sandy? So, jetzt gucken wir mal hier. Pilze. Wir messen Pilze. So, der Pilz hat keine Strahlung. Beruhigend. Der hier. 08, 07. Pilze scheinen in Ordnung zu sein. Okay. Wir lassen den Geigerzähler mal mitlaufen. Das ist noch ein größerer. Ich habe es mal kurz ein bisschen gezuckt. 07, aber das ist noch im Bereich von völlig normaler Hintergrundstrahlung. Sogar noch weit drunter, aber wir sind ja hier auch im Wald. Fernab jeglicher Straße. Ja, der tickt ein bisschen hier. Das ist ein bisschen größer. Ja? Hier ist Sandy, guck mal. Ja, ein bisschen. Der Geigerzähler braucht immer ein bisschen, um da reinzukommen. Also wir hatten jetzt normal, war hier so 0,7 Mikrosievert die Stunde. Der Pilz hat 14. Schon mal das Doppelte, ne? Ja. Ist immer noch völlig normal. 16, 15. Ja, also Leute, ihr seht, Pilze macht Sinn, die mal durchzumessen. So, okay. Jetzt haben wir uns hier ein bisschen eingepegelt. Das sollte jetzt wieder weniger werden hier. Genau. Gut, so viel dazu. Wir erforschen weiter. Hier ist wieder ein völlig zerstörtes Gebäude. Und da drüben wieder eine Fahrzeughalle. Hier kann man wieder nur noch mutmaßen. Aber das muss irgendwie hier mit diesem Eingang zu tun gehabt haben. Und wir gucken weiter. Wo hast du jetzt die Uniform gesehen? Ich habe ein Foto gemacht. Hätte ich auch gern gesehen. Ja, das ist auch wieder hier mit dieser Holztäfelung. Mit einem Ofen drin. Das muss ein innerer Kreis hier gewesen sein. Weil hier ist auch wie so ein Tor. Guck mal hier. Hier war ein Tor. Da sind mehrere Sicherheitskreise. Na, guck mal hier. Was haben wir denn hier? Ist das die Berufsfeuerwehr? Mit einem Durchgang nach da drüben?
Also Mysterienfans, ich muss schon sagen, heute so dieses Wetter mit dem leichten Regen, das hat schon eine spezielle Atmosphäre, oder? So, jetzt gucke ich mal hier rein. Kommst du mit? Okay, hier guckt man nicht rein. Hier scheint nur ein Waschraum gewesen zu sein. Oh, hier wieder ein Pilz. Den messen wir nachher. Was ist denn hier? Das sind auf jeden Fall Garagen gewesen. Entweder war hier halt die Feuerwehr drin. Ach, hier geht's rein. Sandy, ich habe den Eingang gefunden. Das sieht aus wie Lagerhallen hier. So, und jetzt gucken wir mal da drüben in die Fahrzeughalle rein. Untergrund. Guck mal hier. Habe ich schon reingeleuchtet? Ja, hier ist die Versorgung. Die geht hier ins Haus rein. Das Wasser und Strom wahrscheinlich, ja. Das ist doch hier zum Lackieren oder irgend sowas. Kein Abzug drin. Wenn du hier so Lackarbeiten machst oder so, das staubt ja. Hier oben ist auch ein Ladekran hier zum Reparieren. Und hier hängen noch die Hosen. Hier hat jemand seine Hose vergessen. Ach, und auch noch ein Loch drin. Und die Jacke. Kaputt. Ist noch ein Schild dran? Na, leider nicht. Ist auch nass. Zieht man auch nicht an, kriegt man nur eine Erkältung. Naja, aber hier sind ja auch noch dahinter Garagen gewesen. Guck mal, der Turm macht schon Sinn in einer Feuerwehr zum Schläuche trocknen. Hier haben wir große Tore gehabt. Na, hier drüben, das ist ein Stückchen höher. Da. Komm, wir gehen da mal reingucken. Oh, der Regen wird ein bisschen mehr. Boah, das da hinten ist ja völlig kaputt. Ja, es könnte auch hier einfach die Hauptwerkstatt gewesen sein. Das will ich nicht mal abstreiten. Also, Leute, wenn ihr es wisst, dann schreibt mir doch einen Kommentar. Ach, guck mal, hier steht was dran. Du kannst doch Russisch. Dotska? Dokument, irgendwas, Dokument. Sandy, kannst du Russisch? So ein bisschen eingerostet. Was steht denn da? Dotska? Dokument? Dokumentaschi. Also irgendwelche Dokumente. Ich würde sagen, das schwarze Brett. Mhm. Guck mal hier, du hast doch was gesucht hier. Guck mal. Chemie. Das ist ein Schnitt von einem Dieselmotor, oder? Von diesem Fahrzeug da oben. Oh, das geflacht. Ich brauche unbedingt eine andere Taschenlampe. Oh, was ist denn hier drin? Also. Ja, aber guck mal, da ist ein Haken oben dran. Kommt eine Rohrleitung rein und hier sind auch solche Aussparungen drin. Ja, ja. Da ist ein Haken oben dran, aber hier ist gar kein. Nee, hier steht ein Stück Kohle drin. Guck mal, hier drüben sind noch mehr davon. So Leute, ich habe wieder die Flimmerrate runtergestellt wegen meiner grausamen Taschenlampe. Ich verspreche euch, ich kaufe eine neue. Das hier ist aber echt spannend, ja. Ein Haken an der Wand, flackert immer noch. Und drei so eine Becken da drüben auch noch. Aber ist gemauert hier. Und hier auch, guck mal hier. Ist irgendwas eingehangen gewesen. Reparaturwerkstatt. Kann schon sein, dass man hier irgendwie. Ach, guck mal, hier den Schloss ansparen. Ne, hier kannst du irgendwas ranhängen. Hier so. Zack, hier auch so. Guck mal, da oben ist eine Abluftanlage dran. Vielleicht können die das hier zum Lackieren benutzen oder sowas. Naja, es ist keine Abluft. Du konntest doch hier, guck mal, da war hier war eine Strippe dran. Hier konntest du ziehen und dann konntest du das aufmachen. Vielleicht haben die hier drin auch lackiert. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass diese. Aber. Das hast du früher benutzt, um irgendwelche Tiere anzubinden. Aber in der Autowerkstatt. Tiere. Das ist jetzt auch das, was mir jetzt durch den Kopf gegangen ist. Ich habe jetzt auch gedacht an
Fleischerei oder sowas, aber neben der Autowerkstatt? Nichts ist unmöglich. Ja, vielleicht finden wir in der oberen Etage eine Antwort. Ja, hier neben der Tür auch. Ja. Hier und da drüben auch. Das verstehe ich nicht. Verhörraum? So groß, ja. Also ich habe Verhörräume gesehen, die waren deutlich kleiner. Kohlebunker? Ofen? Ich komme. Oh, das scheint hier wieder so ein Gelände zu sein, wo man Tage verbringen könnte. Es wird ein längeres Video, Freunde. Habt Geduld. Da drüben war auch noch mal ein Zaun. Was war das? Das war ich. Warte mal. Sah von unten okay aus. Aber hier ist tatsächlich nichts weiter. Fühlt sich nicht so geil an der Boden. Lass mal lieber wieder rausgehen. Oder? Also hier oben war das Büro für den Folterraum, der unten drunter lag. Guck mal, da drüben, siehst du das? Da war auch noch mal ein Zaun. So, ich schiebe jetzt mal kurz hier. Jetzt gucken wir mal auf die Karte, wo wir hier eigentlich sind, weil wir, dafür haben wir ja eine Karte. Dann gucken wir mal rauf. So. Natürlich sind die großen Gebäude hier nicht drauf. Das passt ja wieder. Munitionsarbeitshäuser. Wo sind wir jetzt runtergegangen? Wohnen. Kraftstofffüllanlage sind wir noch nicht. Wir sind im Bereich A. Ich würde sagen, wir sind hier. Gebäude Nummer 6 ist Handmunitionshaus. P. Was ist denn P? Packmittelschuppen. Und was ist das hier oben? Wohnung. Vielleicht sind wir auch hier drüben. Wir sind hier abgezweigt, ne? G. Hier drüben war der Perimeter. Wir könnten auch hier sein. Ach Leute, seht's mir nach. Orientierung wie... Aber guck mal, hier steht gar nicht G drauf. Siehst du das? G für geheim. Also hier waren wir definitiv nicht. Hier ist... Nee, wisst was? G auf Garage. Okay, wir haben ein weiteres Gebäude gefunden. Das scheint hier die Küche, die Großküche gewesen zu sein. Wir haben zumindest einen riesigen Boiler, Wasserreservoir und hier ist alles gefliest. Das ist tatsächlich noch ziemlich gut erhalten, das Gebäude. Das scheint aber neuer zu sein als die anderen. Oh, okay. Ist doch nicht ganz so gut im Schuss, ne? Ich würde sagen, wir haben ein leichtes Wasserproblem. Was haben wir hier? Hier ist eine Durchreiche. Ja, Sandy, meinst du, das ist die Küche hier? Hier war eine Durchreiche bestimmt. Das könnte wahrscheinlich das Speisesaal, ne? Casino. Ja, ja, offizielles Casino. Denke ich auch. Wie kommt man da hin? Der Schlumpf zeigt uns den Weg. Ja, hier gibt es daneben noch eine weitere Tür. Ja, wir nehmen die hier. Vorsicht! Ja. Wer macht denn sowas hier? Hier ist die Durchreiche. Davon habe ich Bilder gesehen. Na? Hier hast du dich angestellt, hier haben die das Essen warm gehalten. Und das Casino muss einen anderen Zugang gehabt haben. Okay, gehen wir mal hin, oder? Oh, ist ja cool. Kommt richtig kalter Wind hier durch, krieg ich Gänsehaut. Na, und hier ist noch eine andere Durchreiche. Okay, gehen wir mal zur anderen Seite, oder?
So, jetzt sind wir auf der anderen Seite im Kulturzentrum. Und das ist schon ganz cool hier, oder? Hier ist tatsächlich mal noch ein bisschen was übrig. Da haben wir eine kleine Bühne in der Ecke. Und hier haben wir noch ein bisschen die typisch sowjetische Wandmalerei. Irgendjemand hat hier die ganze Decke runtergerissen und hat die Dämmwolle auf dem Boden verteilt. Und da drüben ist die Menütafel. Gucken, ob ich da hinkomme. Das läuft sich gut hier drauf. Guckt euch das mal an. Da haben wir den Wein. Hier gab es auch Fisch und Obst und auch Gemüse. Da steht das Menü für die Arbeiter. Die Zeit und so weiter, das konnte man wahrscheinlich hier oben, das Datum, das Jahr und dann war da, was es so gab. Anscheinend gab es vier unterschiedliche Speisen und dann musste man hier drüben so reingehen. Wir gehen jetzt mal hier so rein. Und dann hat man schon gedacht, so, schönen guten Tag. Was gibt's heute? Nicht, da gehe ich weiter. Also, die sind natürlich hier nicht über diese ganze Dämmwolle gestiegen. Na, und hier war die Ausgabe, hier war so eine Scheibe, wie man das so kennt. Und dahinter stand bestimmt eine Frau in einem weißen Kittel. Na, und hier waren so, guck dich mal hier, das war richtig schön. Und ich bin tatsächlich beeindruckt, dass das immer noch so da ist und nicht so kaputt wie in Brandis zum Beispiel. Aber okay, cool. Wir suchen immer noch die Munitionsbunker, oder Sandy? Der Ort hält tatsächlich einige Überraschungen für uns bereit, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Guckt euch das an. Wir stehen mitten in einem Theater-Kinosaal. Hier fehlt die komplette Bestuhlung, aber ein Teil von dem Holzfußboden ist noch drin. Die Bühne wurde geklaut, die Heizkörper natürlich auch, aber das grenzt hier direkt an das Kulturzentrum an. Es ist ja krass, oder Sandy? Es ist einfach nur krass. Hier ist die Bühne gewesen und hier haben dann Vorführungen stattgefunden, beziehungsweise da oben sind die Löcher für den Kinoprojektor, da drüben. Das war richtig groß. Hier haben bestimmt so mindestens so 100 Leute haben hier bestimmt reingepasst, vielleicht auch weniger. Ich befürchte, das ist ein Ort, an den ich zurückkehren muss, oder? Sandy, müssen wir hier nochmal zurückkommen? Wir werden das heute gar nicht alles schaffen, zumal das Wetter auch permanent schlechter wird. Was ist denn das hier? Das ist der Vorhang. Bäh. Wo geht's hier hin? Da geht's raus. Ist Garderobe gewesen, ne? Mich würde ja mal interessieren, ob da oben irgend so was wie ein Projektor noch drin steht. Gab es hier nicht außen eine Treppe? Aber ich würde sagen, da ist nicht hier ein Kabel, gucken wir nicht dort oben auf den Löchern. Nee, das sind keine Kabel. Das ist ein Baum oder irgend sowas. Wir sind immer noch im Bereich des Kulturzentrums und haben jetzt eine Sporthalle gefunden. Hier hängt noch ein schöner Basketballkorb. Auf der anderen Seite auch. Unter mir knarzt. Hier ist keine Etage drunter, wir haben es gecheckt. Da drüben auch, aber ich glaube, der Boden gibt heute Basketballspielen nicht mehr her. Die Decke wahrscheinlich auch nicht. Oh, hier drüben, guck mal hier. Da hat jemand an der Wand gesessen. Wie sind die da hochgekommen? Dort auch? Nee. Ach, cool. Tja, Leute. Dafür heißt das hier Mysterienkanal. Wir haben hier einen Innenhof mit einem eingezäunten Gelände, wie man hier sieht. Da ist ein Wachturm und da ist ein seltsamer Trichter. Ist das jetzt A, ein Kinderspielplatz, B, ein Gefängnis oder C, eine Trainingsmöglichkeit? Hier ist auch hier so ein Stück Schützengraben. Das war garantiert zum Trainieren. Hier drüben ist die Sporthalle. Aber so ein kleiner, was willst du denn hier trainieren auf 3 Metern? Da drüben ist wahrscheinlich hier das Scoreboard gewesen. Wladimir hat 0 Punkte. Stand da dran. Wo kann man hier rein?
Nee. Aber hier ist noch ein Haus nebenan. Hier. Gucken wir mal kurz da rein. Und da hinten, das war bemalt. Schau mal. Hier, das war irgendwie mit Tarnfarbe bemalt. Also das, die haben hier irgendwas geübt. Ach, und hier konnte man, hier stand bestimmt, hier konnte man die Jacke anhängen. Und hier hat einer aufgepasst, oder wie? Also Sinn macht das nicht, oder? Wir sind weiter am Erforschen und haben jetzt hier sowas wie einen weiteren Teil des Kulturzentrums gefunden. Der ist allerdings sehr zerstört, wenn ihr das hier mal anguckt. Aber das sieht aus, wie als wäre das eine Schule oder sowas gewesen. Zumindest konnte man das von außen so sehen. Bitte Decke, bleib oben. Ja. Wir hatten mal versucht, jemand noch eine Zwischendecke einzuziehen. Aber das wollte ich mir mal angucken, weil... Also das hier war alles, aber das hatte nichts mit Militär zu tun hier. Solche Tapeten hast du doch da nicht. Vielleicht Schule, Freizeitaktivitäten, Kindertagesstätte. Wir wissen es nicht. Was das hier ist, weiß ich auch nicht. Das sind Teile von Heizkörpern. Ach so. Okay. Ach. Ja. Das Wetter wird schlechter, Leute. Das ist wie Klassenzimmer, oder? Oder Gruppenräume. Vielleicht war das hier auch hier Sport. Waschraum. Mhm. Was ist das? Der Waschbecken. Mhm. Und warum ist das so niedrig? Keine Ahnung. Für Kinder. Richtig. Für die Kinder. Guck mal, hier liegen sogar noch solche Matten hier, dass es nicht rutscht. Das ist für die Größeren gewesen. Ja, hier haben wir Wasserhähne dran. Hier gab es eine Schule auf dem Gelände. Du kannst dir mal vorstellen, wie ansatzweise wie viele Menschen hier waren. Ha? Warte, da stand doch irgendwo, wie viele hier zeitweise hier arbeiten. Ja. Guck mal hier oben. Lass mal rausnehmen. Das sieht russisch aus. Mhm. Boah, das stinkt. Eine Bürste. Mhm. Ach, guck mal hier. Ach Gottchen. Kindertoiletten. Aber zum Stehen. Also Privatsphäre gab es nicht früher viel. Binkulatorium. Was haben wir hier? Auch nochmal Waschraum. Auf jeden Fall mal ein schönes Bild. Sowas habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Dieses Gelände ist so riesig groß. Wir wissen gerade nicht so richtig, wo wir anfangen sollen. Und da drüben ist noch eins. Sandy, guck mal da drüben. Da ist irgendwie der Kommandostand. Hier war ein Exerzierplatz. Der ist auch groß genug gewesen. Da drüben sind wieder unsere Bahnschienen. Da gehen wir jetzt mal gucken. Ne? Und hier haben wir Teil 2, auch noch ein Teil vom Exerzierplatz. Und wir gehen jetzt nach da drüben. Dort haben wir ein größeres Gebäude. Und gucken uns das mal noch an. Ja, Freunde, ich muss echt sagen, dieses Video hat einen Titel bekommen, der hat mir gerade spontan eingefallen, und zwar heißt der Lost auf dem Lost Place. Ursprünglich hatte ich eigentlich einen Plan, was ich mir hier angucken wollte, aber es ist nahezu unmöglich, das zu finden, ohne dass ich hier nochmal in die Nachrecherche reingehe. Und das Gelände ist so riesig groß, das ist an einem Tag eigentlich kaum zu schaffen. Wir gehen trotzdem noch ein bisschen weiter. Das Wetter ist heute nicht auf unserer Seite, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, es hat ein bisschen einen speziellen Charme. Also gucken wir mal, was wir noch jetzt so finden.
ob wir noch tatsächlich Hinweise auf die Produktion von Waffen und Senfgas, das hier produziert wurde, finden. Hier ist auf jeden Fall schon mal ein spannendes Gebäude, was sich direkt gerade vor uns zeigt, nämlich dieses hier. Das ist auf jeden Fall Produktion. Da ist hinten auch eine Mauer dran. Und da gucken wir jetzt mal rein. Da drüben ist noch eins. Das sieht baugleich aus. Hier hätten wir wieder unsere Bahnschiene gehabt. Hier war ein direkter Bahnanschluss dran zum Verladen. Und jetzt suchen wir uns eine Tür hinein. Und da vorne ist sie auch schon. Das erste von den Produktionsgebäuden liegt jetzt hinter uns. Wir stehen jetzt hier unter so einer überdachten Halle für Fahrzeugreparaturen, nehmen wir an. Hier fehlen wahrscheinlich hier diese Metallteile, die hier drüber lagen. Und wir wollen jetzt mal da drüben in dieses Haus rein und mal schauen, was da drin produziert wurde. Das ist auf jeden Fall baugleich zu dem, was wir gerade da drüben besucht haben. Und dann werden wir langsam Richtung Ausgang zurückkehren, denn ich befürchte, das Gebäude, was wir suchen, werden wir heute nicht finden. Da wir ja lost auf dem Lost Place sind. Ja, hier ist die Zufahrt. Hier merkt man auch, hier war eine Straße drunter. Wenn wir jetzt hier buddeln würden, dann würden wir hier was finden. Ja, hier, guck. Betoniert, Betonplatten. Jetzt schauen wir mal da drüben. Auf jeden Fall sind die Häuser alle unterschiedlich alt. Das kann man schon sehen. Das, was die Wehrmacht gebaut hat anscheinend, da drüben diese, mit den roten Ziegelsteinen, die müssen älter sein, die Häuser. Und das hier muss neuer sein. Aber es ist nur eine Vermutung. Wir kreuzen wieder mit der nächsten Straße. Alles gut? Ja, alles besser. Alles okay. Guckt euch das an. Einfach nur Straßen, die gerade in den Wald reingehen. Sandy, wollen wir mal hier reingucken? Okay. Ich gehe schon mal ein Stück vor. So, auch Bunker gibt es anscheinend hier auf dem Gelände. Aber Munition muss ja auch irgendwo gelagert werden. Ja, das ist hier nur ein kleinerer Bunker. Ja, nur zwei Räume. Hier waren Lampen drin, hier wurde garantiert irgendwas gelagert. Ja, so ist ein Lagerbunker. Wir haben ja nebenan direkt die Produktionshäuser. Aber auf der anderen Seite drüben ist auch ein Bunker, wo Stufen reingehen. Der ist aber verschüttet. Da war elektrische Einspeisung von außen. Und hier oben der Filteranschluss. Ja, da. Ist es da? Mhm. Ja, okay. Also haben die hier wahrscheinlich auch was drin gehabt zum Kühlen. Dass hier ein ausgeglichenes Klima drin bleibt, ist natürlich bei Munition wichtig, ne? Obwohl das jetzt auch nicht so eine super sichere Tür hier ist. Aber naja. Und hier drüben ist eine Mauer. Wahrscheinlich sind wir wieder in einem weiteren Sicherheitsbereich angekommen. Wir gucken mal noch ein bisschen weiter. Was haben wir denn hier? Das ist einfach nur eine Abdeckung. Aber vielleicht kann man von hier oben mal gucken, ob wir noch mehr Bunker sehen. Oder solche Erhöhungen hier. Also hier muss überall was ringsrum gestanden haben. Das ist der einzige, den ich jetzt hier noch überhaupt sehen kann. Aber hier war auf jeden Fall ein Bereich, der wichtiger war, weil diese Betonmauer, die zieht sich durch bis nach vorne. So, hier sind jetzt im Bereich der Wohngebäude und ich habe gedacht, ich bin hier in einem Kiosk oder Magazin, wie das früher genannt wurde, aber hier sind Umkleiden. Und hier drüben sind Duschen und ich vermute, ich habe was gefunden, was auf russischen Kasernen gerne gemacht wurde, nämlich hier in der Ecke. Und ich habe recht, ich habe die Sauna gefunden. Jupp.
Die war sogar ziemlich groß. Aber ich glaube, heute sauniert da keiner mehr drin. In die Wohnhäuser und dann werden wir den Rückweg antreten. Mit einem bisschen einem traurigen Auge, weil wir nicht gefunden haben, was wir gesucht haben. Aber das Wetter wird nicht besser, Freunde. Wir sind durchnässt. Was man nicht alles für YouTube macht, nicht wahr? Da drüben sind ein paar von den Wohngebäuden. Da gehen wir jetzt mal gucken. So, Ladies first. Kapuze auf. Der Gimbel hat heute Höchstleistungen gebracht. Der ist nämlich vorhin runtergefallen. Aber ich glaube, er hat es mir verziehen. Er funktioniert zumindest noch. Aber wir sind jetzt tatsächlich auch schon seit mehreren Stunden hier unterwegs und suchen. Aber das Gelände ist so weitläufig und so groß, dass wir nochmal nachrecherchieren müssen, oder? Um tatsächlich dieses große Gebäude zu finden, was wir gesucht haben oder immer noch suchen. Der Weg wird hier auch beschwerlicher. Das war zwar eine Straße, wir haben hier drüben hier hinten eben Laternenpfähle gesehen. Aber man kann wirklich sagen, eine Stadt für sich. Und man kann auch noch einiges erahnen, wie das Leben hier früher abgelaufen ist. Besser als an anderen Lost Places, an denen ich schon vorher war. So, wir laufen immer noch auf der Straße. Hier ist jetzt ein Wohngebäude. Das schauen wir uns mal aus der Nähe an. So, hier waren solche Eingangstorbeln. Hier war bestimmt so eine Schwingtür. Ja, guck mal hier. Da steht noch der Tisch. Aha. Hier war bestimmt eine Bank, hier auf jeder Seite. Hier auch. Sieht man nicht, hier war ein Baum. Gehen wir mal gucken. Gehen wir mal gucken. So, Klingel gab es nicht. Ach, ich und meine Schnürsenkel. Treppe sieht gut aus. Oh, das waren große Wohnungen hier. Krass. Okay, Decke sieht gut aus. Also ich würde jetzt mal vermuten, der einfache Soldat hat nicht in so einer Wohnung gewohnt. Oh. Ja. Ich glaube, man sieht's ja. Das Wohnzimmer in der anderen Etage. Okay. Wie sieht's hier aus? Schöner Kachelofen. Schönes Parkett. Oh, guck dir das mal an hier. Das ist ja Wahnsinn. Die hatten Schiebetüren hier drin. Guck dir das an. Also wir hatten früher keine Schiebetüren. Und nicht so einen schönen Balkon und Rollläden, die sogar noch dran sind. Kachelofen. Oh, hier ist noch ein Zugang. Ja. Mitten im Wald. Ich glaube, das war ganz nett hier. Mhm. Ja, auch hier der unverbaute Blick in die nächste Etage. Ich glaube, mal höher gehen wir vielleicht lieber nicht. Oh, schöne gemauerte Badewanne. Guck mal, Sandy, hier kannst du schön fotografieren. Das ist cool. Hier oben hängt noch der Lampenschirm drin, aber Wassereinbruch. So, das ist die Nachbarwohnung. Was hast du? Ja, sag ich doch. Ich finde ja hier diese Türen, finde ich ja total Wahnsinn, ja. Oh, hier oben kommt die Decke runter. Wieder jemand, der einen Kachelofen demontieren musste. Und hier mit Rollläden, also das war nicht schlecht, ne? So, wir machen wieder das Licht aus. So. Vor allem jetzt, das wird Wohnzimmer gewesen sein, ha? Schlafzimmer, Kinderzimmer, noch ein Zimmer, Küche, nee, noch ein Zimmer, Bad. Wo war denn hier die Küche? Ach hier, Küche, Speisekammer, krass. So, also nach oben gehen wir nicht. Hier gibt es noch ein paar Etagen oben drüber. Kabeldiebe waren auch da, okay. Hm. Aber die Farbe, das Blau geht gar nicht, oder?
Ja? Ich mag dieses Blau. Ich finde das toll. Sowjetski-Blau. Guck mal, hier ist sogar noch der Abtreter. Keller müssen wir nicht gehen. Ja. Ich glaube, hier haben die Wichtigen gewohnt. Falls ihr es wisst, schreibt es doch mal in die Kommentare. Da drüben haben wir noch eins. Die sehen von außen gar nicht so schlecht aus, die Häuser. Aber jetzt von innen kompletter Durchbruch der Balken. Wahrscheinlich sind die innen aus Holz. Und wenn es hier halt jahrelang reinregnet, dann bricht das irgendwann. Aber der Standard ist für Zeiten damals zur DDR schon sehr hoch. Also wir haben im Neubau gewohnt. Wir hatten keine Rollläden und 5 Zimmer in der Qualität der Ausstattung. Das war ja schon ein bisschen anders. So, jetzt gucken wir mal, hier haben wir das nächste Gebäude. Wir nähern uns von der Seite. Hier ist wieder der Rest von einer Straßenlaterne. Und wir müssten jetzt auch schon ziemlich dicht vorne an der Straße sein. Die Häuser laufen so in der Flucht in dieser Richtung. Und der folgen wir jetzt einfach mal. Und gucken, dass wir wieder vorne ankommen. Ja, das ist baugleich, aber es ist nicht so hochwertig. Ja, Freunde, guck mal, was wir hier im Wald gefunden haben. Hier steht noch eine schöne alte Schaukel. Wahrscheinlich sind wir hier gerade hinter den Häusern auf einem Kinderspielplatz. Und wir machen jetzt was ich vorher auch noch nicht gemacht habe. Wir brechen an dieser Stelle ab und werden zu einer anderen Zeit wieder zurückkommen, weil wir nämlich ziemlich durchnässt sind und es ist kalt und wir finden das nicht, was wir suchen. Also habt Nachsicht mit uns. Es wird einen zweiten Teil geben. Wir werden zurückkehren. Bis dahin bitte ich euch, den Kanal abonnieren, Daumen nach oben, die Glocke drücken und kommentieren. Und ich sage, bis zum nächsten Mysterium.